Unter Verwendung des Tools TreeCider haben wir 4 Expertinnen zu ihrer Praxiserfahrung befragt. Verena Ketter von der Hochschule Esslingen, Ralf Schumann vom Stadtjugendring Siegen, Sophia Sandmann und Jürgen Ertelt von der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Unter der Rubrik Ideen schreibt Verena Ketter: Es ist eine Möglichkeit, eine erste Auseinandersetzung mit einem Thema in einer Großgruppe anzustoßen. Positiv ist, es eröffnet Menschen, die ungern vor einer Großgruppe sprechen oder auch Sprachbeeinträchtigungen haben, ihre Stimme einzubringen. Negativ ist, Artikulationen können anonym erfolgen. Positiv, längerer Zeitraum zum Überlegen und Formulieren von Diskussionsbeiträgen. Es ist jedoch abhängig von der Ablauffrist. Ralf Schumann hat dieses Tool zur Umgestaltung einer Parkfläche in Siegen genutzt. Positiv fand er, dass es ein hervorragendes Tool zur umfassenden Beteiligung von jungen Menschen ist. Er schreibt: Wir haben das im Auftrag der Universitätsstadt Siegen benutzt, um möglichst viele Ideen und Anmerkungen zu einer geplanten Umgestaltung einer Freifläche zu einem Jugendpark zu bekommen. Sehr gut kamen die Kommentarfunktionen an. Sie wurden rege benutzt und wenig missbraucht. Alle Ideen konnten den Planern und der Kommunalpolitik zur Umsetzung übergeben werden. Vieles fand Einzug in die Planung. Kurz, einfach, übersichtlich, vielfältig nutzbar. Top. Gerne wieder. Sophia Sandmann schreibt: Teamsitzungen und andere Treffen können online vorbereitet werden. Positiv ist, im Vorfeld des Treffens können Ideen und Themen gesammelt werden und diskutiert werden. Durch diese Vorbereitung kann man beim eigentlichen Treffen Zeit sparen. Positiv ist auch, alle Teilnehmenden können sich vorbereiten und wissen, was sie erwartet. Das kann Enttäuschungen und Überraschungen vorbeugen. Negativ ist, die schriftliche Vorbereitung erfordert jedoch Schreibkompetenz sowie Kenntnisse von Verläufen schriftlicher Online-Diskussionen. Jürgen Ertel schreibt: Arbeitsgruppen bilden Aspekte ihrer Aufgabenlösungen ab. Als Beschreibung fügt er hinzu: Oft ist der Weg zur Lösung wichtiger als das Ergebnis selbst. So lässt sich die Herangehensweise nachvollziehen und gegebenenfalls für andere Problemstellungen übertragen. Eine Bewertung der Argumente und eine Abstimmung der wesentlichen Aspekte dokumentieren hervorragend den Beteiligungs- und Arbeitsprozess. Verena Ketter findet positiv: Durch die textliche Dokumentation schwirren die Argumente nicht nur umher. Flüchtigkeit von Sprache. Sie sind verschriftlicht und können damit erinnert sowie nachvollziehbar werden. Des Weiteren schreibt Jürgen Ertel: Ideen und Argumente sammeln. Als Beschreibung fügt er hinzu: So lässt sich eine Diskussion gut abbilden, on und offline. Eine abschließende Priorisierung zeichnet ein gemeinsames Meinungsbild. Verena Ketter findet positiv, dass es die Gruppe stärken kann. Verena Ketter schreibt unter der Rubrik Ideen: Um an der Diskussion teilzunehmen, ist keine physische Anwesenheit vor Ort, zum Beispiel während der Bürgerversammlung, notwendig. Das Einbringen von Ideen ist orts- und zeitunabhängig.